So, und damit auch an YouTube ein herzliches Willkommen zurück hier zu ARK. Wir sind wieder am Start. Heute mal ganz entspannt, auch ohne Facecam unterwegs. Und ja, ich würde sagen, heute bewidmen wir uns mal hier wieder der Base und ja, einfach mal ein bisschen weiterbauen und Spaß haben. Gibt auch ein paar Sachen zu berichten. Es ist ein bisschen was passiert, aber das machen wir schon eins nach dem anderen. Und der liebe Johannes, der hier im Norden oben haust, der kommt dann demnächst auch noch mit dazu. Die erste Sache, die ich mal zeigen will, ich habe zwischendurch ein bisschen gespielt, nicht übertrieben. Ach so, es tut mir leid. Das können wir ja gar nicht so machen, warte mal. Es gibt etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich stelle mich mal hier hin. Und zwar... ja... Wir haben aktuell zum Aufnahmezeitpunkt, zum Zeitpunkt dieses Streams Thanksgiving, das Turkey Trials Event Nummer 5 in ARK hier. Und ja, da habe ich mir gedacht, da kleide ich mich doch mal passend ein hier für Thanksgiving. Ja, was, Truthahn? Oh Mann, es ist schon echt crazy. Es schaut schon wild aus. Es ist echt nicht schlecht, also. Vor allem, wenn man auf dem Vogel reitet, finde ich, hat das was. Ich kann auch mal ein bisschen in Third Person rumlaufen, aber man merkt schon. Ja, es ist schon etwas spezieller. Man ist gleich auch viel höher dadurch. Das ist ja oben auf dem Kopf drauf, nochmal dieser Truthahn-Kopf. Aber ja, wir sind ein lebender Truthahn. Was will man mehr? Wir gehen einfach mal rein. Ne, wir gehen nicht rein. Die Tür geht nicht mehr zu. Was ist denn da los? Fusch hier. Und zwar, wir gehen hier raus. Da hat man es vielleicht ganz schön kurz erspäht. Und zwar habe ich mir ein bisschen was überlegt, wie man diese Mauer ein bisschen schöner machen könnte. Und habe dann einfach drauf losgebaut und das ist entstanden. Und jetzt denkt man sich vielleicht erstmal so auf den ersten Moment, okay, was könnte das sein? Warum diese Löcher? Als allererstes habe ich mir gedacht, ich mache hier diese Dreiecke dran, im Abstand. Das ist wie so nochmal extra Verteidigungskanten sind, dass quasi wenn da ein großer Dino gegenläuft, dass es wie so Klingen sind. Kann man sich hoffentlich dann vorstellen, was ich damit meine. Und dann habe ich die Idee gehabt, hier drinnen ein Loch immer freizulassen. Dann quasi oben über keins, dann wieder ein Loch. Und dann habe ich hier diese dreieckigen Schrägen von oben dran gebaut. Und da stelle ich Geschütze rein. Dann sind es quasi wie so Vogelschnäbel und innen drin steht ein Geschütz und kann hier schön mit großem Winkel nach draußen schießen. Und das Besondere ist, man kann dann auch noch hier, also den da jetzt freilassen und da oben den da wieder rausnehmen. Quasi wo hier kein Geschütz ist, kommt dann da in die Mitte eins. Und ich glaube, das wird dann eine richtig brutale Wand, weil das war ja der originale Plan eigentlich, dass hier oben erst die Geschütze anfangen. Das habe ich quasi so jetzt noch um mehr Geschütze erweitert. Ich finde, das ist schon crazy dann. Es wird viel Munition kosten, viele Ressourcen, aber das wäre so der Plan. Dann ist die Mauer auch mal wieder ein bisschen vorangekommen. Mal gucken, woran wir dann bauen. Wollen wir nach innen gehen. Ich meine, hier habe ich einfach nur das Dach ein bisschen repariert. Die Luke eingebaut, ja, wir können jetzt auch hochklettern. Ist leider halt innen alles nur eins hoch. Jetzt normalerweise würde ich da gut laufen können, aber der Hut guckt halt so ein bisschen durch. Und man muss hier drin ja auch nicht viel rumlaufen. Ich meine, warum gehst du hier rein? Geschütze warten, hier Munition nachfüllen, das ist es schon wieder. Also da brauchst du echt kein dreistöckiges hier Etagen, keine dreistöckigen Etagen, dann ist es viel zu übertrieben. Also wie gesagt, hier kommen wir dann an die Geschütze ran, noch eins höher, geht's dann hoch für die nächsten Geschütze, habe ich leider noch nicht gemacht, da habe ich auch nicht dran gedacht, dass ich hier ein Loch lasse, das ist ja ganz professionell. Sollte man vielleicht dann noch irgendwann mal machen. Aber das ist die Mauer, jawohl. Kommt aktuell ja sowieso nichts mehr durch, aber es wird auf jeden Fall noch besser werden. Was gibt es noch? Jetzt muss ich mal überlegen. Rexy, alles gut bei dir? Den Skin natürlich, den habe ich schon gezeigt. Habe ich unten an meiner Hütte hier, das habe ich glaube ich noch nicht gezeigt. Ich wüsste gar nicht hier eigentlich auch nicht, ob da was Neues wäre. Wir gehen einfach mal runter. Und zwar, vielleicht zwischendurch, der Stamm der Shoshonen. Sie beherrschen ja so gut wie den ganzen Server überall Strukturen. Man kann eigentlich keine 5 Meter gehen, ohne ihnen zu begegnen. Sie sind jetzt fertig mit dieser Insel. Ist ein bisschen tragisch, ein bisschen traurig, aber ich habe mit dem Andi geschrieben, er und die anderen haben halt wirklich alles jetzt gemacht, was es hier ging. Die haben sogar die Bosse besiegt und ja, ich meine, ich kann es irgendwo auch verstehen, aber es ist halt schon echt schade, dass sie aufhören wollen.
Sie sind aber auf jeden Fall bei zukünftigen ARK-Projekten und auch so insgesamt gerne wieder dabei, haben sie gemeint. Da werden wir dann sehen. Aber so ist jetzt erstmal die Geschichte des Stamms der Shoshonen zu Ende. Und man sieht jetzt hier schon die nächste Kleinigkeit. Ich weiß nicht, ob ich die schon gezeigt hatte. Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Und zwar haben wir jetzt hier in der Eingangshalle, das musste ich offscreen machen, weil das war also so eine Geburt, dieses Ding dahin zu stellen. Man glaubt es nicht. Einen Drachen, einen riesigen, ausgestopften Drachen als Statue. Und ja, der steht jetzt hier in dieser Position. Man kann die Positionen auch durchwechseln. Ich kann es mal zeigen. Hier, da fliegt er eher so auf einen zu. Es ist auch ziemlich geil. Aber dann ist oben so alles offen, deswegen stört mich ein bisschen. Und der liebe Zeitix ist gerade auch im Chat. Hey, nennt er mich wieder Keck hier. Was sind wir denn? Hier so ein bisschen Seitwärtsflug ist auch nicht schlecht. Man kann den natürlich auch in der Höhe verändern. Das ist alles möglich. Da sitzt er und schreit einfach ein bisschen. Das ist auch ziemlich cool. Wenn man so von außen guckt. Aber was am meisten Platz halt ausfüllt, da ein bisschen mit Kopf gesenkt, nicht mehr ganz so aggressiv. Das hier. Ich meine, majestätischer geht's doch einfach nicht mehr. Das ist bitte. Das ist auch einfach der Wahnsinn. Huch. E? Nee, weh. So, hier. Und da sage ich einfach mal hier dieses Ding hinplatziert. Ich habe rumprobiert mit verschiedensten dieser Plattformen und der Drache ging einfach nicht größer. Ich hatte einen Kompi und einen Drachen und der Kompi war größer als der Drache in dem Ding. Also, ich akzeptiere das. Die Größe, die er jetzt hat, ist okay. Das ist cool. Wir können übrigens auch, ich weiß gar nicht, habe ich die dabei? Nö. Wir können übrigens auch die Haut vom, von dem, nicht Alpha-Drachen, von dem Drachen, den wir im Event hatten, die können wir auch erstellen. Also von diesem Gelb, Orange mit diesen coolen Linien, die oben auf der Insel waren. Die könnten wir ja auch drauf stellen, aber der ist halt, ja, nichts für einen Eingang, finde ich. Der ist ein bisschen zu bunt dann. Da habe ich lieber den hier genommen. Das ist ganz cool. Und jetzt müssen wir mal schauen, es ist halt ansonsten noch ziemlich leer, ne? Hier ist halt nichts, es ist einfach nur ein leeres Gebäude. Ich würde vielleicht mal eine Bibliothek machen. Fangen wir mal langsam an. Ein paar Fortschritte. Hier würde ich ja gerne so Figuren aufstellen mit Rüstung am Eingang, die das so ein bisschen wach halten. Schauen wir gleich mal alles nach, wie das geht, was da möglich ist. Das kriegen wir schon hin. Also ich muss bloß immer mal hier... Okay, der Johannes schreibt mir gerade, er ist da. Warte mal, dann machen wir kurz folgendes Sekündchen. Wo er hingeht. Er ist in der Song-Request hier. Warte. So. Hallihallo. Hey. So, wir sind gerade live. Alles gut. Ja, dann. Alles gut, macht nix. Gibt's ein Update? Weiß ich nicht, könnte sein. Oh, ein Kompass. Hast du ein Update oder wie? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Update ist, aber 8 GB ist ein Update. Ja, dann ist es ja, das nennt man wohl Update, oder? Ja. Ja. Doch. Ja, geht ja schnell, oder? Ja, ich habe jetzt diesen Server gebumst oder dahin umgestellt, weil es ein bisschen lahm ist. Alles easy. Du bist jetzt übrigens auch in der YouTube-Aufnahme dann, lieber Johannes. Das erste Mal, dass man nicht hört. Moin. Servus. Krass. Editions Table, da würde ich mal dran gehen. So. Ich sorge gerade für ein bisschen Dekoration. Ich will bei mir mal das Wohnhaus jetzt innen ein bisschen ausstatten. So Stück für Stück. Boah, da gibt's schon krasse Sachen. Das Ding müsste ich mir eigentlich bauen, auf jeden Fall. Hat's doch mit deinem Drachen jetzt geklappt? Ja. Das haben wir jetzt irgendwie, ich hab's gerade auch gezeigt. Eine Geburt, ich will gar nicht mehr drüber reden, ey. Aber der steht jetzt, alles gut. Schamanenmasken, nee, ich hätte ja gerne, achso, Möbel, ja, der schlaue Mensch würde einfach in Möbel reingehen, in den Ordner Möbel, aber... Ja, gut. Teppiche brauchen wir nicht mehr. Haben wir jetzt schon. Ja, die Props sind jetzt gerade auch nicht so nötig. Das ist die Bookshelf, da würde ich mir gerne ein paar machen. Man könnte mal übertreiben und einfach mal 10 machen. Das wäre schon ein bisschen zu viel, ne? Ich mach mal 5 vielleicht. Dann haben wir noch Ort-Bookshelf, da mache ich mal noch 3. Mal gucken, wie die überhaupt sind. Keine Ahnung.
Einfach mal ein bisschen das Gebäude ausfüllen. Okay. Props waren wir gerade schon. Chairs. Hm. Wo war denn das Loomrad? Bin ich verwirrt. Ein Taylor da. Das stelle ich mir auch noch mit ins Schlafzimmer. Sonst alles gut bei dir, Johannes? Ja. Easy. Also, Pakete wegbringen, das ist doch ein bisschen schwieriger als gedacht manchmal. Okay. Wieso? War es ein Riesenpaket oder wie? Ja, ja, in Packstation hat es nicht gepasst. Oh no. Und da habe ich halt so auf Google Maps geschaut, zu so einem Kiosk, der hätte angeblich noch irgendwie bis 22 Uhr aufgehabt. Da hingefahren, okay. Jo, Kiosk ist ausgeräumt gewesen, einfach Filiale geschlossen. Was? Aber auf Google Maps noch verzeichnet gewesen. Ja. Das ist natürlich wild. Ein Weinkeller, den wollte ich eigentlich auch machen. Eins nach dem anderen. Ich hab dir das ja geschickt, dieses Video mit den mit dem Schloss da, ne? Mhm. Ja, was sagst du dazu? Haben wir diese Mods auch oder diese Bau? Die sind aktuell noch nicht drauf. Das Ding ist, es ist eine Riesenmod. Und es, also das Problem ist, wenn du auf den Server Engramme lädst, wir haben ja diese Engramm-Seite. Und die ist sehr lag-anfällig. Da müssen wir echt mal schauen, ob das noch funktioniert. Aber wir können es mal mit in die Möglichkeitenliste packen, dass wir uns das mal angucken. Hm. Boah, ich finde das schon ziemlich geil. Naja, da kann man schon geile Sachen mitmachen, schon true. Überm Bett hier an der Wand dieses Ding einfach, das finde ich geil. Da weiß sofort jeder, wer der Boss ist. Und dann fällt es eines Nachts einfach von der Wand und batzt tot. Ist es schön gerade? Ja doch, ich glaube, das passt. Gucken wir mal. Schaut es von der anderen Seite aus? Ja, krass. Also mit dieser Donut-Region, ne? Das ist ja schon ein Riesenunterschied. Ach so, dass du ja. Ich hab's so einfach in die Niederlande gestellt. Niederlande? Ja. Alter, mach ich auch oft. Das ist ja brutal. Ja. Das macht einen Unterschied. Das kommt halt darauf an, wie viele Leute da gerade was machen. Unter der Woche ist auch nicht so wild in Deutschland. Also wir reden gerade von den Steam-Download-Regionen, die man einstellen kann. Aber wer spielt denn auch so unter der Woche außer irgendein Student? Ey. Also bist du jetzt schon die ganze Zeit nur am Bauen gewesen? Nö, also ich habe jetzt gerade eben erst... Warte, wann habe ich denn angefangen? Vor 20 Minuten. Vor 20 Minuten angefangen hier. Ah, das ist aber ein bisschen doof, dass es immer die gleiche Textur hat. Bitte? Gibt's denn zufällig irgendwie bei Ark jetzt Angebote? Also mit dem, dass wir jetzt Ark Evolution und so einen Spaß dann irgendwie günstig mal holen könnten? Bitte was? Gibt's da was? Was ist Ark Evolution? Was meinst du? Ja, also die anderen Ark-Teile meine ich jetzt. Du meinst die Karten oder wie? Ja, also ach so. Diese Vollversion. Es kann sein, dass es im Sale ist gerade bei Steam, musst du mal gucken. Ich hab da kein Auge drauf. Ist Ark Evolution, jetzt war ich gerade komplett verwirrt. Hast du irgendwas zum Black Friday geholt? Ich habe ein bisschen bei Elgato geshoppt, ja. Das heißt? Ich habe mir jetzt mal ein Stream Deck gegönnt und nochmal eine zweite Keylight für die Cam, die ich gerade effektiv nicht nutze. Heute streame ich ja ohne Cam. Sitzen die Haare heute nicht so, ne? Bitte? Sitzen die Haare heute nicht so, ne? Nö, einfach mal heute ganz auf entspannt einfach. Haare sitzen immer. Ja, doch, das kann man anbieten.
Aber nur nicht mal mit aber. Das ist eigentlich sogar voll gut geworden. Ich versuche mir gerade im Schlafzimmer so eine kleine Bibliotheksecke zu machen, die auch begehbar ist. So ein bisschen kleines Mini-Labyrinth. Das ist aber so ein bisschen herausfordernder. Ja. Hast du irgendeine neue Mod oder so? Kann gut sein. Wann hast du das letzte Mal gespielt? Vor einer Woche. Ja, es gibt eine neue Mod. Mit der Mod kann man Statuen bauen. Da kannst du dann quasi ausgestopfte Dinosaurier und aus Stein und Co. einfach noch ein paar quasi Deko-Sachen sind das. Eine Kleinigkeit. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich das überhaupt schon in der Aufnahme gesagt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht mal. Muss ich gleich noch zeigen. Stimmt, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Verbindung unterbrochen. Oh no. Ich zeig's gleich. Wir machen hier erstmal noch Regale. Aber neu verbinden, ne? Ja, ist Zeit. So, das finde ich eigentlich nicht mal schlecht hier, wie so eine kleine Bücherkante. Es ist halt doof, dass es immer die gleiche Textur ist. Es stehen halt immer die gleichen Bücher drin, aber das sind die Bücher, die ich am liebsten habe. Die sammle ich einfach von jedem Exemplar 10 Stück und dann bin ich glücklich. Hm. So genau darf man einfach nicht drauf gehen. Kann man die Regale jetzt auffüllen, die Bücherregale? Da kannst du ein Inventar öffnen und dann tatsächlich Items reinlegen, ja. 120 Slots ja, pro Ding, das große und die kleinen 60. Alles, glaube ich, passt da rein. Warte, ich probier mal. Aber ich meine ja, jetzt alles. So von außen. Von außen so. Ach so, nö. Also da kannst du... Nö. Dass sich da was ändert. Das ist eine feste Textur, aber mit Inventar. So weit ist es leider doch nicht, aber es ist halt schon extrem cool. Ich meine, such mal in normal Standard Arc so ein schönes Bücherregal. Ja. Das wird wohl nicht passieren. So, du hast ja auch das Turkey Trial Event noch gar nicht mitgekriegt, oder? Hier, Happy Thanksgiving. Ja. Wir haben aktuell das neue offizielle Event hier drauf. Ja, also einfach Thanksgiving im Endeffekt. Es laufen super Truthähne über die Karte mit 25.000 Leben. Und wenn man die besiegt, kann man sich Wishbones holen. Und mit den Wishbones kann man sich Skins herstellen. Gibt auch wieder... Ich habe gerade gekackt in mein eigenes Haus. Natürlich ein Spiel. Ist ja klar, ne? Ja. Und mit den... auf jeden Fall kannst du Skins herstellen und auch, es gibt wieder Dino-Candies zu sammeln und es ist crazy. Also es lohnt sich. Und den Dodo-Rex kann man auch herstellen, habe ich gesehen. Aber das ist noch ein bisschen zu teuer, also da müssen wir erst farmen. Oh, das Rad habe ich vergessen. Stimmt. Sind das dann so Truthähne, die so groß sind wie ein Dodo oder was? Im Endeffekt, ja, ein bisschen größer als ein Dodo. Die fallen dir sofort aus. Das ist eine komplett neue Textur. Die hast du noch nie gesehen. Sind die aggressiv? Ja, die sind richtig pissed. Also die jagen dich im Rudel. Und einer macht 100 Schaden laut Nudeln. Hat er mir gesagt. Er wurde nämlich zu Fuß von den Viechern attackiert. Ich würde mich zu Fuß niemals nähern. Ich nehme da lieber bestimmt meinen Rexy Rex. Bestimmt sind das solche Viecher, die nur am Strand spawnen, ne? Ja, also ich habe die am Strand gesehen. Es kann natürlich auch sein, dass die mitten in der Insel spawnen können, aber... Da habe ich bis jetzt noch nichts mitbekommen, leider. Muss man erkunden. Ja, ich bin mal gespannt, ob demnächst so ein Rudel da bei dir einfach oben so reinfällt. So. Besser nicht. Warte, wo waren da Bänke gerade? Ich habe da gerade cooles gesehen. Bench hier. Die aus Leder, die brauche ich. Eine. Boom. Oh, das sind so lang. Loading Mods, 3 von 10. Ja, lass sie einfach mal laden, das geht dann schon. Jetzt wundert mich gerade, es gibt in der Additional Items Mod gar nicht mehr diese Aufstellfiguren, die es damals mal gab. Man konnte nämlich auf jeden Fall, das weiß ich, früher wie so Menschen bauen, die wirklich geatmet haben und so, die da gestanden sind. Das geht gar nicht mehr. Das haben die rausgenommen. Schade. Muss ich da eine andere Lösung finden? Vielleicht gibt es von S Plus irgendwas. Irgendwas findet man schon.
Ich würde auf jeden Fall gerne hier zwei Typen hinstellen, so Bodyguard-mäßig an die Tür. Ja, so Puppen, ne? Einer ins Schlafzimmer? Ja, so ins Bett legen. Stell ich mir das hier hin? Könnte man eigentlich machen. Vielleicht auch die Textur so ein bisschen über... Wobei die Textur von der Couch auch nicht wirklich besser ist. Na doch, das hat sogar Tiefe, ne? Guck mal an, das hat sogar eine eigene Map hier oben drauf. Mit Höhen und Tiefen, wie cool. Die Frage. Ich lasse es mal, ich heb's mal wieder auf. Jetzt wollen wir erstmal hier weiter. Der Plan wäre folgender. Jetzt nochmal so eins. Stammesmitglied Jojo 2003 ist beigetreten. Jawohl. Jo. Jetzt habe ich schon zumindest schon mal hier so eine kleine Ecke. Das ist schon mal ein Anfang. Mhm. Hattest du ein bisschen zu viel Langeweile? Ich war bei dir, ja. Ich kann es erklären. Du hattest ja diesen Bug mit deinem Holz, deswegen habe ich ihn mal hingestellt und alle Dinge auf Stroh geändert und bin dann rausgegangen, um zu hoffen, dass es vielleicht dann irgendwie gefixt ist, wenn keine Textur mehr da war, die verbuggt ist. Muss mal probieren, wenn du die jetzt wieder zurückänderst, ob es passt. Nee, das schaut immer noch so aus wie Matsche. Ah. Wie Durchfall. Wie Durchfall. Das ist echt so braun, hässlich dahin gerotzt. Ja, keine Ahnung, was das ist. Ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Vielleicht, wenn ich zu Stein wechsle, dann. Ja, Stein ist da sowieso schöner. Soll ich mal kurz überlegen? Ich glaube, das lasse ich so. Also, und hier natürlich noch so ein kleiner Gang. Dass das hier wie so geschlossen ist. Warte, da kommt hier quasi so ein Bücherregal hin. Muss gucken, dass es hinten schön abschließt, dass es nicht schief ist oder so. Denn auf schiefes Bauen steht auf diesem Server die Todesstrafe, das wissen wir. Ja. Jetzt nicht connected, ne? Ja, dann ist hier komplett vorbei. Ich glaube, das ist okay, so ist es auch gerade. Wie schaut denn das von hinten aus? Hat das von hinten aus so eine schöne Textur? Nö, das ist einfach nur ein bisschen Eichenholz, glaube ich. Ich bin kein Holzexperte, also bitte da nicht hier. Es tut mir leid. Das war eindeutig die arabische Akazie, du. Kann man die Toten auch zähmen? Nein, die sind unzähmbar. Die kann man nicht behalten. Die sind nur zum Töten da. Der liebe Random, also der Zeitex, will einmal hydrieren. Wassermarsch, okay. Man sieht es zwar gerade nicht, aber ich werde trotzdem trinken. Also du empfiehlst mir nicht, so ein Dings anzugreifen? Natürlich. Es lohnt sich, aber du solltest halt schon einen Dino nehmen. Zu Fuß ist schon ordentlich saftig. Level 250, Servus. Ja. Ist dann alle 250. Ich hab den nur 10 Schaden gemacht. 3? Sag mal, was ist denn hier falsch? Anderen Dino. Das finde ich eigentlich ganz cool, dann hat man hier so eine Abtrennung am Bett, das... Ja? Doch. Das Muster gefällt mir auch. Das ist nur die Frage... Wie gehe ich dann weiter? Ich würde dann hier nochmal so in die Schräge gehen. Dass man hier so rüber geht. Ja, der macht ja 49 Schaden, mein Argentavis. Kann der fliegen? Wer? Der Trutan? Nö, Trutan, der fliegen nicht. Ja doch, manchmal kann ich ein paar Meter fliegen. Das läuft da von meiner Kugel weg. Verstehe gar nicht. Also man kann sich vielleicht schon vorstellen, wie ich mir das gedacht hatte. Kann man die Sachen weiterhin aufheben? Ja, guck mal, dann kann ich es erstmal stehen lassen. Dann würde hier quasi schon mal noch ein bisschen Füllung mit dazukommen.
in den Raum. Das Rad würde ich hier an die Tür vielleicht mal hin platzieren. Oder wo macht man das hin? Hier vielleicht? Kann man sich hier so am Bett irgendwie spinnen? Ich habe keine Ahnung. Und dann dieses Sofa-Ding hier auch noch. Viele Möglichkeiten. Mal gucken, was es gerade ist. Wo kämpfst du denn gerade? Ich besuche dich gleich mal. Ja, hier unten am Strand bei mir. Saftvieh. Versteckt sich unter dem Stein. Stelle ich jetzt erstmal hier in die Ecke so. Ja, es ist nicht gut, warte. Jo, wie lange man da drücken muss. Okay. Gucken wir mal, es ist noch nicht perfekt. Ach ja, das Ding hier oben. Können wir, ne doch, das können wir lassen. Ich wollte überlegen, ob ich das auf der anderen Seite dann undurchsichtig mache, aber das ist okay. Ich bin unterwegs, ich werde dir helfen. Wie viel Leben hat er denn so circa? 20.000? Ist doch unverhältnismäßig. Das ist nicht von mir, das haben die eingestellt von Ark. Kann sich bei denen beschweren. Ich habe damit nichts zu tun. So viel, was mich ständig belästigen wird beim Bauen, und das über einen Monat lang, ah, das ist asozial. Nicht einen Monat lang, nur bis zum 14. Dezember, soweit ich weiß. Oh Gott, Hilfe, er ist zu schnell. Oh, komm, jetzt sind schon ein paar mehr. Okay, ich bin draußen. Scheiße. Ich komme. Und ich bin auch unterwegs zu dir. Oh nein, ey. Er wird nie eins. Okay. Wo finde ich dich genau? Komm mal zu meiner Base. Ja. Siehst du mich? Ja. Ist auch noch so ekelhaft neblig. Naja. Da unten. Oha, guck mal an. Ein Truthahn. Guck mal, was sein Wert. Ah, ich hab mein Fernglas gehabt. Ich warte mal, halt dir meinen Schach. Du. Ja. Und? Super Turkey. Warte, nicht so schnell. Nicht so schnell. Chill mal. Ja, warte. 21.200 Leben. Und er hat noch gar kein Leben verloren. Ach. Gib ihn doch hoch. Mit Rechtsklick. Und dann kannst du ihm Schaden machen. Warte, ich geh mal weg, dass du mich nicht hebst. Da. Ich kann ihn gar nicht hochheben. Natürlich. Safe geht das. Guck mal, wie klein der ist. Nein, geht nicht. Also. Voll behindert. 5. Der Rex auf jeden Fall ein bisschen besser gebuttert. Der macht hier die ganze Zeit Schaden, ne? Ja, das ist nicht wenig. Ich seh schon. Ich hol mal den Rex, glaube ich, oder? Da kommst du mit klar. Alter. Gucken wir mal auf sein Leben. Der hat nichts verloren. Was ist denn mit dem Truthahn los? Wie schnell der geht. Schlag ihn mal. Was ist denn mit dem los? Die waren vorher viel einfacher. Hit ihn mal. Was? Hit ihn mal, jetzt. Wo ist er? Hinter dir. Da kommt er aus dem Busch. Ah, nicht so. Ja. Ja, hör mal auf. Der heilt sich sofort wieder voll. Achso, also tja. Das heißt, du musst den instant... Du musst ihm dauerhaft Schaden machen. Ich hol mal den Rex, komm. Why not? Kann ich auch mal wieder ein bisschen ausreiten, hier mal was anderes machen als bauen. Und wir haben Level für den Vogel. Da würde ich doch mal auf Bewegungsgeschwindigkeit gehen, das ist ja noch nicht schnell genug. Speedy. Ich lande einfach mal auf dem Dach. Warte, hier der, wie heißt er? Der Dilophosaurus, der hat einen Modus, dass, wenn du den drin hast, dann sind die Gegner um die Hälfte langsamer wohl beim Angreifen.
Dilophosaurus, okay. Du meinst das Spucken oder wie? Nee, nicht Dilophosaurus, wie heißt der? Den großen, den ich hab. Stego. Stego, ja. Ja. Dass der einen Modus hat, bei dem die Gegner halt langsamer sind. Mhm. Ich glaube eher, dass er einen Modus hat, wo du weniger Schaden nimmst oder mehr austeilst.